Ich hoffe, ihr wart erfolgreich. Der Beruf. Ihr habt Kurm getötet. Vielleicht finde ich jetzt endlich meinen Frieden, nun da der Mörder meiner Frau nicht mehr lebt. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich habe nicht viel, aber hier. Diese Handschuhe trug ich, als ich meinen ersten Stein bearbeitete. Mögen sie euch gute Dienste leisten. Passt auf euch auf. Womit kann ich dienen? Berufener, ich hatte gehofft, mit euch sprechen zu können. Nach allem, was ihr für mein Volk getan habt. Ich habe eine Aufgabe für euch, die niemand sonst erledigen kann. Es gibt in dieser Stadt eine Pflanze, die Glattwurzel. Wir brachten sie mit größter Sorgfalt aus unserer Heimat hierher. Ein besonderer Hüter war mit der Pflege der Glattwurzel betraut. Bis zu seinem Tod. Allerdings darf kein Kolossai, mit Ausnahme des Hüters, die Pflanze gießen. So will es unsere Tradition. Der Erbe ist unterwegs in unsere Stadt, aber die Glattwurzel stirbt, wenn sie nicht gegossen wird. Und der Erbe ist noch Wochen entfernt. Natürlich nicht. Kein Kolossai mit Ausnahme des Erben kann dieses Ritual vollenden. Aber ihr seid kein Kolossai, oder? Ich muss sagen, ich war ungemein erleichtert, als ich hörte, dass der Berufene ein Fremder ist. Oh, den Göttern sei Dank. Ich war mit meinem Latein schon am Ende, nachdem ich tagelang versucht hatte, es allen recht zu machen. Das war nicht einfach. Um die Glattwurzel zu gießen, braucht ihr Quellwasser aus Njordies Brunnen. Ihr findet ihn außerhalb der Stadt und auch einen Behälter für das Wasser. Findet diesen Behälter, die Amphore, und füllt sie mit dem Wasser des Brunnens. Bringt das Wasser anschließend zu der Pflanze und gießt sie damit. Guten Tag. Seid vorsichtig hier. Seht nur, dies Antlitz, so weich und rosig wie kein anderes. Der Held des Festes, der Überbringer der Freude, der Berufene, ist in der Stunde meiner Not gekommen. Ich bereite die Aufführung meines neuesten Meisterwerks vor. Die Gedemütigten. Angesichts der Feierlichkeiten in der Stadt gibt es keinen besseren Zeitpunkt, das Stück uraufzuführen. Aber ich komme mit der Besetzung der Rollen nicht recht weiter. Außerdem wäre es nahezu ein Sakrileg, wenn ich die Besetzung nicht euch überließe. Bitte könnt ihr mir in eurer Göttlichkeit verraten, wen Athene für meine Rollen auserkoren hat? Ich hatte vom Berufenen nichts anderes erwartet. Ich habe meine Liste von Kandidaten auf 3 Schauspieler eingegrenzt. Sie haben alle großes tragisches Potenzial. Aber ihr müsst sie für die passenden Rollen besetzen. Sie heißen Roth, Ariope und Zotikus. Sucht sie auf und nehmt dieses Manuskript mit. Es enthält alle Informationen, die ihr braucht, um die Rollen zu besetzen. Lebt wohl! Womit kann ich dienen? Da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, ihr betrachtet diese Arbeit als angemessen. Sehr gut. Ich will versuchen, euch für eure Dienste zu belohnen. Seid vorsichtig hier. Handwerker auf dem Markt gehören zu den Besten ihrer Zunft.
Ich hoffe, die Arbeit ist nicht unter eurer Würde, Berufener. Die Aufgabe ist zwar klein, aber nicht unbedeutend. Sie sind in den Zähnen von Naros überall zu finden. Viel Glück bei der Suche. Ja? Ja? Seid gegrüßt. Ihr müsst der Berufene sein. Thank you.
Ich kann es kaum glauben. Nach all dieser Zeit habe ich es endlich hierher geschafft. Und ihr ebenso. Wir haben die Zähne von Naros erreicht. Als ich diesen Einsturz hörte, dachte ich schon, es sei um mich geschehen. Doch nun sind wir hier. Ich bin gekrochen. Mehr oder weniger. Als mir klar wurde, dass ihr nicht zurückkommt, dachte ich schon, diese Höhle wäre mein Grab. Doch dann ist mir der Heiltrank eingefallen, den ihr mir gegeben hattet. Ihr habt mir damit das Leben gerettet. Gegen das Humpeln konnte er nichts machen, aber er gab mir die nötige Kraft. Schließlich habe ich es durch den Schutt und bis hierher geschafft. Ist das zu glauben? Die Riesen sind real. Und die Stadt schwebt tatsächlich. Ich wünschte, wir könnten sie besuchen. Die Kolossai. Ist das der Name dieser Riesen? Nein, ich habe mich ihnen nicht genähert. Es hat mich beinahe das Leben gekostet, überhaupt hierher zu kommen. Da wollte ich mich nicht gleich umbringen lassen. Was? Ihr wart dort? Ihr müsst unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Berichtet mir von eurem Abenteuer. Was ist geschehen? Ich bin ganz Ohr. Es war schön, euch zu sehen. Faszinierend. In jeglicher Hinsicht. Das wird eine glorreiche Legende ergeben. Eine wahrhaft prächtige Geschichte. Ich habe es auf mich genommen, eine umfassende Darstellung dieser Lande zu verfassen.
Und ihr habt mir einen ausgezeichneten Anfang geliefert. Meine Verwundung lässt mir ausreichend Zeit, um nachzusinnen und zu schreiben. Hier ist der erste Entwurf meiner Arbeit. Was haltet ihr davon? Ich habe darüber nachgedacht. Sobald es mir besser geht, werde ich diese Lande bereisen. Ich will so viel wie möglich sehen. Und anschließend werde ich alles niederschreiben. Die Welt sollte von den Wundern dieses Ortes erfahren. Also sorge ich dafür, dass alles festgehalten wird. Es war schön, euch zu sehen.
Bin Sikandra euch vertraut? Habt ihr auch meinen Respekt, Berufener? Legt sie auf den Litaneienaltar, damit die Magie aller anderen Litaneien in den Zähnen von Naros aktiviert wird. Seid vorsichtig hier draußen. Nun, da ihr die Litaneien auf den Litaneienaltar gelegt und ihre Magie aktiviert habt, werden euch alle anderen Litaneien, auf die ihr stoßt, von Nutzen sein. Diese hier fand ich, als ihr die 5 Litaneien für den Altar gesucht habt. Nehmt sie als Belohnung. Danke für eure Hilfe, Berufener. Lebt wohl, Berufener. Die Gerechtigkeit, die ihr dem Altar des Zweifels brachtet, erfreut die Götter. Sie haben mir deshalb in einer Vision gezeigt, wo ihr euren Lohn finden könnt. Sobald ihr eure Belohnung in Empfang genommen habt, könnt ihr mit dem nächsten Opfer am Altar des Verrats fortfahren. Sprecht erneut mit mir, wenn ihr ein weiteres Opfer dargebracht habt, damit ich euch den Ort einer weiteren Belohnung offenbaren kann. Bis zum nächsten Mal. Möge Ethene eure Geschicke lenken. Ich hätte euch fast nicht gesehen. Die Götter sind gut zu uns. Hm. Ich hätte euch fast nicht gesehen. Ihr seid zurückgekehrt. Braucht ihr sonst noch etwas? Sehr gut. Ich will versuchen, euch für eure Dienste zu belohnen. Sie streunen durch die Länder unter der Stadt. Ich hätte euch fast nicht gesehen. Ja? Ihr findet die Schauspieler hier im Theater. Lebt wohl. Ihr habt die Glattwurzel gegossen, ich danke euch. Endlich kann ich die Bürde dieser Aufgabe ablegen. Ohne euch wäre die Glattwurzel gewiss vor der Ankunft des Erben verdorrt. Bitte, nehmt diesen Ring als Dank für eure Hilfe. Und übrigens, es gibt in diesen Landen noch eine wilde Form der Glattwurzel. Bewässert ihr auch sie, wird es euer Schade nicht sein. Seid wachsam, Berufener. Bitte stört die Schauspieler nicht bei der Arbeit. Ich hoffe, Idylla gefällt euch, Berufener. Ihr sprecht also für ihn? Ausgezeichnet. Ich wusste gar nicht, dass er den Berufenen kennt. Soll ich jetzt vorsprechen? Wohlan,
die Macht der Riesen nie erfasst. Ethenes Anmut, Ansehen und Urteilskraft. Mann, war das gut. Ich habe mich in der Rolle noch nie so wohl gefühlt. Die Zeit ist gekommen. Morgen reiten wir. Wohin wir reiten? Das ist eine gute Frage. Lasst uns darüber schlafen. Das war vermutlich meine beste Interpretation von ihm. Ganz ehrlich. Kommt zu mir, Held, und spürt meinen Stahl. Und lasst mich beenden unseres Volkes Qual. Ich weiß, das war noch nicht ganz rund. Aber bis zur Premiere kriege ich das hin. Kein Problem. Ich bin sicher, der Berufene trifft die richtige Entscheidung. Egal, für welche Rolle er mich besetzt. Es wird die richtige sein. Ausgezeichnet. Wie habt ihr euch entschieden? Ich kann es kaum erwarten, wieder im Rampenlicht zu stehen. Ich bin sicher, der Beruf... Viel Spaß im Theater von Andronikos. Es heißt Start und... Ach, ihr müsst der Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so klein... Oh, ich weiß. Sprecht ihr für ihn, Berufener? Mal sehen, wie war das gleich nochmal? Ihr werdet, für eure Prahlerei bezahlen. Wenn ich euch kriege, lässt mein Zorn in Scham euch versinken. Reimt sich das? Ich schätze, mehr Wein, mehr Fleisch, mehr Bier. Nur Reste liegen hier. Und bringt es schnell und bringt es roh mit Brot, um's einzutunken. Das war doch ganz gut. Wer hätte das gedacht? Lasst euch Zeit mit der Entscheidung, Beruf. Genießt euren Aufenthalt. Ihr seid der Berufene. Wie findet ihr uns? Ich wusste es. Also gut. Für welche Rolle soll ich vorsprechen? Kniet nieder, all ihr Frommen, verlassen von den Göttern. Ihr krallt euch fest am Glauben, den sie euch längst genommen. Das macht Spaß, muss ich sagen. Wunderbar. Ich bin schon gespannt, wie ihr euch entscheidet. Ihr beehrt uns mit eurer Gegenwart. Tretet ein, Berufener. Bitte stört die Schauspieler nicht bei der Arbeit. Ja? Ihr findet die Schauspieler hier im Theater. Ausgezeichnet. Wen habt ihr für die Rolle des Helden besetzt? Sehr schön. Und was ist mit der Rolle des Schurken? Ich hätte genauso entschieden. Ausgezeichnet. Was ist mit der Rolle des Jotun? Eine interessante Wahl. Ich denke, damit ist die Besetzung komplett. Danke für alles, was ihr getan habt, Berufener. Lebt wohl. Ich hätte euch fast nicht gesehen. Berufener, ihr seid hier. Ihr habt die Rollen wunderbar besetzt. Hier, nehmt das, als kleines Zeichen meiner Wertschätzung. Allerdings muss ich euch um einen letzten Gefallen bitten. Meine Erzählerin hat mich versetzt. Ihr müsst in der Schlussszene für sie einspringen. Wenn ihr das Stichwort für die Botin hört, kommt auf die Bühne. Schnell, lest das Ende des Manuskripts, das ich euch gab. Die Botin erzählt dem Publikum einfach das Ende der Geschichte. Vergesst nicht, wir machen hier Improvisationstheater. Sprecht einfach mit dem Wissen, das ihr über unser Volk habt.
Als Berufener kriegt ihr das schon hin. Lebt wohl. Ruf die Botin. Ich will wissen, was aus unserem edlen Helden geworden ist. Da seid ihr ja. Welche Kunde bringt ihr mir? Was ist aus dem Helden und dem standhaften Jotun geworden? Geflohen? Er? Wirklich? Ja, vermutlich schnurstracks in die Arme unserer Armee, die ihn für seine Feigheit zweifellos erschlug. Was wurde aus dem Jotun, Herold des Helden? Das ist... Ich bin sicher, wir finden ein Gewand für euch, Bote. Hat er sonst noch was gesagt? Tun wir das nicht alle? Tun wir das nicht alle? Das war's, Leute. Das Stück ist aus. Ende. Ich gebe zu, Berufener, zuerst war ich wütend. Ich dachte, ihr hättet mein Stück ruiniert. Aber das Publikum hat es geliebt. Dank eurer Vorstellung sind alle überzeugt, dass ich in das Komödienfach gewechselt habe. Das wäre eine interessante Herausforderung, schätze ich. Aber egal, ihr seid der Berufene. Und ich habe euch eure Zeit gestohlen. Nehmt diesen Ring als Zeichen meiner Verbundenheit. Lebt wohl.
Thank you.
Berufener, ihr seid zurück. Die Zahl der Ratten sinkt, aber einige leben noch. Ich sollte die Stadt warnen, weiterhin wachsam zu sein. Dennoch bitte ich euch, dies als Zeichen meines Dankes anzunehmen. Hier ist etwas Gold für eure Mühe. Außerdem gebe ich euch dieses Amulett. Es ist das Symbol der angesehensten Kanalisationssteinmetze der Stadt. Tragt es mit Stolz. Da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, sehr gut. Ich will versuchen, euch für eure Dienste. Irgendwas gefunden. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr. Sie sind in den Zähnen von. Seid vorsichtig damit. Guten Morgen. Einmal mehr lächeln die Götter. Sie haben eine weitere Belohnung für euch hinterlegt und mir den fraglichen Ort offenbart. Sobald ihr eure Belohnung in Empfang genommen habt, könnt ihr euch dem letzten dieser schrecklichen Kreise zuwenden, dem Altar des Rückschritts. Sprecht erneut mit mir, wenn ihr diese üble Magie ausgemerzt habt. Auf dass die Götter mir den Fundort ihres wahren Geschenks offenbaren mögen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.
Danke für eure Hingabe. Die Götter haben mir den Ort eures letzten Geschenks offenbart. Ihr habt uns euren Glauben und eure Treue bewiesen und große Weisheit aus diesen Prüfungen empfangen. Nehmt dieses letzte, seltene Kleinod und entspannt euch. Der Tradition wurde Genüge getan. Bis zum nächsten Mal. Ihr müsst der Berufene sein. Wer streift da durch mein Lager? Was ist das? Ihr seid viel zu klein für ein Kolossei. Dann stimmt es also. Der Berufene ist gekommen. Es ist mein Zuhause, allerdings nicht mehr lange. Ich kam hierher, um zu meinen Wurzeln zurückzukehren. Zu meinem Erbe als Riese. Allerdings ist die Zeit der Einsamkeit vorbei. Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Und werde bei den Jotun in den Zähnen von Naros leben. Ich muss nur noch einige lose Enden kappen. Allerdings habe ich mir geschworen, Idylla nie mehr zu betreten. Würdet ihr das tun? Ich belohne euch auch für eure Hilfe. Dort, wohin ich gehe, brauche ich kein Geld. Ich will meinen Familienring. Im Moment hat ihn mein Bruder Heliodorus.
Außerdem möchte ich, dass mein alter Freund Darajos mein Tagebuch bekommt. Und was vielleicht das Wichtigste ist, ich möchte, dass ihr meine Frau findet, Corinna. Ich will, dass ihr sie hierher bringt. Passt auf euch auf. Berufener, mir fehlen die Worte, um euch für alles, was ihr für unser Volk getan habt, angemessen zu danken. Aber, wenn die Götter mit euch fertig sind, gibt es vielleicht noch eine Aufgabe, bei der ich Hilfe gebrauchen könnte. Ich habe die Trolle der Gegend beobachtet und einige bestürzende Dinge gesehen. Sie haben einige Urnen ausgegraben, die eine tödliche Magie enthalten. Sie sind seltsam. Seit wir hier leben, haben wir noch nie derartige Urnen gesehen. Und auch die Asche nicht, die sie enthalten. Ich bin nicht stark genug, um der Magie dieser Urnen zu trotzen. Aber ihr seid von Ethene beseelt. Ihr könntet sie zerstören. Danke für eure Hilfe. Die Asche in diesen Urnen ist einfach zu gefährlich. Ich tue, was ich kann, was das Studium angeht. Allerdings sind die Ressourcen für Geschichtsstudenten hier spärlich gesät. Aber das ist ohnehin unwichtig. Wo wären wir ohne Historiker? Wie hätten wir uns so schnell... Oh, schon! Hallo, Berufener. Wart ihr in den Zähnen von Naros? Das sind höchstes Forschungsergebnisse. Das heißt... Er ist jetzt bereit, bei den Jotun zu leben. Ich kann zwar nicht sagen, dass ich alle seine Methoden billige, aber ich respektiere seine Beweggründe. Danke, Berufener. Richtet ihm meine besten Wünsche aus. Lebt wohl. Was führt den Berufenen zu mir? Ihr habt Hystis gesehen? Ich habe seit einer Ewigkeit nichts mehr von ihm gehört. Ich hatte schon Angst, ihm sei etwas zugestoßen. Weshalb schickt er euch zu mir? Dieser Narr! Er ist noch genauso naiv und idealistisch wie am Tag unserer Hochzeit. Aber gut, ich treffe mich mit ihm. Aber erst muss ich noch ein paar Dinge regeln. Falls ihr Vorräte braucht, findet ihr auf dem Agoramarkt alles, was das Herz begehrt. Ihr müsst der Berufene sein. Willkommen in Idylla.
Ja? Ich hoffe, die Arbeit ist nicht unter eurer Würde, Berufener. Die Aufgabe ist zwar klein, aber nicht... Seid vorsichtig damit. Habt ihr Neuigkeiten von unten? Mein Bruder? Hystis gehört nicht mehr zu meiner Familie. Er ließ sie zurück, als er sich von der Zivilisation abwandte, wie einer dieser Plünderer. Weshalb schickt ihr euch zu mir, Berufener? Ach ja? Tja, dann sagt ihm, wenn er den Familienring unbedingt will, soll er gefälligst herkommen und ihn sich abholen. Nun, der Ring ist sozusagen ein Erbstück. Aber es ist nicht weise, an solchen Dingen festzuhalten, wenn ihre Zeit gekommen ist. Er liegt in der Truhe da drüben. Hier ist der Schlüssel. Ja, lebt wohl. Ich dachte, früher oder später würde der Beruf. Wie lange werden wir noch geprüft? Ja. Ihr habt also alles erledigt. Aber ich sehe Corinna nirgends. Dann hat sie sich wohl entschieden. Nun, da kann man dann wohl nichts machen. Ich muss aufbrechen. So, die Jotun gehen barfuß. Also werde ich es auch tun. Nehmt meine Sandalen, Berufener. Vielleicht könnt ihr sie ja gebrauchen. Vielleicht habt ihr recht. Die Jotun sind nicht gerade vernünftig, wenn es um Fremde geht. Ich denke, ich könnte sie noch ein Weilchen beobachten, bevor ich versuche, mit ihnen zu leben. Danke für eure Hilfe, Berufener. Aus euch spricht wahrlich die Weisheit Ithenes. Passt auf euch auf. Dieses Lager ist klein. Zu viel Kontakt bei Nicht-Jotun. Wiedersehen. Wie geht es euch?